So. Die verrecken dann nach einer Weile. Einfach weil sie keine Energie mehr haben. Genau. Ja, wunderbar. So kommt man also hier wieder raus. Das finde ich schon mal schön. Wobei ich schon auch ganz gerne die andere Passage hochgehen wollen würde. Muss ich auch sagen. Einfach weil ich es interessant finde. So. Dich könnte ich mal wieder rufen. Da ist ein Fass. Den Hebel aktiviere ich. Da müsste eigentlich ein Lift aktiviert werden, oder? Aha. Was auch immer das jetzt sollte. Okay. So, geh du mal wieder zurück, bitte. Und wir heilen uns hier wieder. Aber hier komme ich noch nicht lang, ne? Ne, hier komme ich nicht lang. Das heißt, ich muss da wirklich außenrum. Okay. Ich mache hier mal die Regeneration aktiv. Dann rufe ich dich wieder. Bitteschön. So. Dann schauen wir hier mal um, was es hier gibt. Da muss ich oben lang. Okay. Und ich weiß schon, welchen Zauber ich da brauche. Für die Zauber. Wo ist er? Frostatem. Schnelltaste zuordnen. Und zwar dich. Einfach weil das hier das Sinnvollste ist. So. So. Auf Wiedersehen, junger Mann. Auf Wiedersehen, junger Mann. So, geht's wieder auf den Knüppel. Vorher mache ich. Vorher. Nicht vorher. Doch, vorher. Also nicht vor dem Knüppel, sondern bevor wir die Treppe hochlaufen, gehen wir natürlich hier lang und sammeln das Zeug noch ein. Ich will aber immer noch eigentlich wissen, was da hinten ist, bevor ich zu Master Luke Skywalker fahre oder so. Deswegen bin ich eigentlich fast versucht zu sagen, ich gehe zurück. So. Gehen wir wieder auf den Bogen hier.
So, der hat wieder eine merkwürdige Schriftrolle zurückgelassen. Das finde ich toll. Das finde ich sehr sympathisch. Okay. Sind wir hier durch. Das rote Ding da unten, das brauche ich eigentlich gar nicht. Den Ärger gebe ich mir jetzt nicht. So. Schön, haben wir hier wieder alles ausgeleuchtet. So. Was diese Schleimblöcke machen, habe ich auch noch nicht wirklich verstanden. Aber die Gelegenheit nutze ich doch jetzt fast mal, um zu sagen, ich will anschauen, was da hinten ist. Und dann können wir ja hier auch gleich das rote Dings damit nehmen, wenn wir da hinkämen. Tun wir aber nicht, deswegen ist es gerade egal. So, wir gehen hier einfach wieder komplett zurück. Ach ja, da war ja die Geschichte dann. Gut, dann lassen wir das. Wir werden mit Sicherheit eh noch sterben und dann können wir das ja noch machen. Aber jetzt will ich es eigentlich nicht. Einfach, weil es nicht nötig ist. So. Okay. Ist das alles maßlos traurig? So. Hier rüber. Wie gesagt, das rote Dings, das lassen wir da jetzt eigentlich. Ich habe schon länger hier nicht mehr auf Wände eingeklöppelt, ne? Was passiert eigentlich, wenn ich jetzt hier sage... Das war eine gute Maßnahme, muss ich sagen. Hier oben haben wir wieder Schleimis. Also Schleimis, ich meine, ist logisch, sie haben ja Flüssigkeit, aber Schleimis am besten mit Wasser. Mit Wasser, mit Eis. Wie gesagt, es ist logisch an und für sich. Aber auch verständlich. Hey Zira, look at those mages. They're like in a giant bubble. Bubble? Can't you see that as a magic shield? It repels all projectiles. So I can't attack them from far away. Crap, they're too high. I can't reach them to smash their faces in. Their shields only last for a limited time. Great. Then if I wait, their shields will wear off, and I can attack them from a distance, right? Would you mind using your head for once? As soon as their shields expire, they will cast them again. Then what? What can I do? You must find a way to incapacitate the mages so that when their shields run out, they cannot cast another one. Only then will they be defenseless against your attacks. Ja. See if I can think of something. Da haben wir natürlich recht. Dass sie jetzt aber tonnenweise Skelette summonen, das ist schon schlimm genug, ganz ehrlich. Naja, gut. Ich muss sie ja jetzt auch nicht unbedingt töten. Okay. Ich muss sie töten. Inventar? Nein, nicht Inventar. Zauber. Schlaf ein. Zauber. Schlaf ein.
Ach ja. So, und Zauber. Schlaf ein. Okay. Kann ich jetzt hier vielleicht bei irgendeinem sagen, Zauber, funktioniert nicht. Okay. Dann ebenso. Ach, kommt halt. Okay, dieses Spielchen kann man im Prinzip ewig treiben. Deswegen bringt es auch gar nichts. Okay. Der interessiert mich gerade, zu dem sage ich... sprechen. Schlaf ein. Dann sage ich hier mal... ein paar Skelette, auf Wiedersehen. Der schläft. Die Frage ist bloß, was mache ich mit ihm, wenn er wach ist? Wenn sein Schild down ist. Reicht das? Offenbar nicht. Zauber. Sprechen. Die Skelette will ich hier, wie gesagt, wieder hinüber schicken. Und so viele habe ich gar nicht mehr, ne? So viele Günste. Was passiert, wenn ich ihn abfackel? Okay. Das war der erste. Das kann wirklich sehr, sehr, sehr spannend werden. Zauber. Schlaf du mal. Dann hole ich mal euch runter. So. Dann müssen wir hier, wie gesagt, wieder noch auf den einen warten. Wiedersehen. Puh. Das war aber... ah, nein. Zauber. Tak, 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 tak. Schlaf doch wieder, bitte. Und wieder... die Skelette besiegen.